Jon Jones wird von vielen Leuten als der beste MMA-Kämpfer aller Zeiten angesehen. Diese Meinung haben die meisten auch nur so lange, bis sie vom russischen Monster Fyodor Emelianenko gehört haben. In seiner Prime war Fyodor unschlagbar. Er kämpfte in der damals besten Organisation Pride FC und pflückte seine Gegner nacheinander im Heavyweight auseinander. Parallel zu Fyodors Titelgewinn machte auch sein kleiner Bruder Alexander sein Debüt in dieser Organisation. Anders als das Leben seines Bruders ist sein Werdegang geprägt von Kriminalität, Alkohol und Skandalen. Wie konnte es also so weit kommen, dass der Bruder von einem der größten Vorbilder der MMA-Welt so tief abrutschte? Geboren in die damalige Sowjetunion, war das Leben der Brüder geprägt von Armut. Als Söhne einer Lehrerin und eines Schweißers wurden die Brüder und ihre zwei Geschwister in eine normale Arbeiterfamilie geboren. Als ältester Bruder übernahm Fjodor schon früh Verantwortung für seine kleineren Geschwister. So kam es, dass er oft auf seinen kleineren Bruder Alexander aufpassen musste. Um keines seiner Trainings zu verpassen, nahm er seinen kleinen Bruder einfach mit zum Sambo-Training. Schnell stellte sich heraus, dass auch Alexander talentiert war. Nicht nur war er talentiert, er hatte auch körperliche Vorteile gegenüber den anderen und als Teenager übertrumpfte er sogar irgendwann seinen älteren Bruder. Trotz seines Talentes im Sport fing Alexander an, immer mehr auf der Straße abzuhängen. Beeinflusst durch falsche Freunde und Perspektivlosigkeit geriet er in immer mehr Schlägereien und andere kleinkriminelle Aktivitäten. Mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 setzte sich in Russland ein neuer Statustyp auf den Straßen fest. Es war nicht mehr wirklich angesehen, ein hart arbeitender Typ zu sein, der für seine Familie sorgt. Nein, die Jungs auf den Straßen setzten sich die Leute mit den dicken Autos und protzigem Kleidungsstil zum Vorbild. Auch Alexander setzte sich die falschen Vorbilder und er geriet immer weiter weg vom Sport und rutschte immer weiter auf die Straße. Als wäre die Situation nicht schon hart genug, wurde Alexander jetzt auch seine einzige Vorbildsfunktion weggenommen. Da Fyodor 18 Jahre alt war, musste er zur Armee. Parallel dazu wurden die Verhältnisse zu Hause auch immer schlechter und die Eltern trennten sich schließlich. Jetzt war Alexander der Mann im Haus. Mit der steigenden Verantwortung schien er endlich zu verstehen, worauf es im Leben ankam und er konzentrierte sich erstmals auf den Sport. Er wurde im Alter von 16 russischer Meister im Judo und im Alter von 18 sogar Europameister im Sambo. Man könnte meinen, dass er durch seine sportlichen Erfolge jetzt auf dem richtigen Weg sei. Falsch gedacht. Viele Gerüchte kamen auf, dass Alexander während dieser Zeit einige Jahre hinter Gitter verbrachte, was seine Tattoos veranschaulichen sollen. An einigen Stellen seines Körpers trägt er nämlich die Tattoos der Vore v Zakone, übersetzt Diebe im Gesetz. Diese Gruppierung bildete sich nach dem Zerfall der UdSSR und hielt vor allem im Gefängnis zusammen. Alexander folgte den Fußstapfen seines großen Bruders. Nachdem Fyodor aufgrund seiner finanziellen Lage die Combat Sambo Nationalmannschaft verlassen hatte, begann er einen neuen Sport und das mit Erfolg. Innerhalb von 3 Jahren sammelte Fyodor 16 Siege und war der neue Pride Heavyweight Champion. Im gleichen Jahr folgte auch sein kleiner Bruder. Durch sein angsteinflößendes und mysteriöses Erscheinungsbild wurde Alexander schnell zu einer bekannten Figur und einer der beliebtesten Kämpfer. Auch er gewann seine meisten Kämpfe per Finish in der ersten Runde und verlor nur gegen spätere UFC-Legenden wie Mirko Krokop oder Fabrizio Werdum. Eine Zeit lang überrannten die beiden Brüder die MMA-Welt und es gab keinen, der sie stoppen konnte. Bis zu dem Jahr 2009 hatte Fyodor eine Bilanz von 30:1 und Alexander stand 14:3. 2012 machte Alexander dann seinen Rücktritt bekannt. Nur mit 31 Jahren musste er laut eigenen Aussagen aufgrund von physischen Problemen zurücktreten. All das könnte aber auch einen anderen Grund haben. Ungefähr zu dieser Zeit trennte sich seine Ex-Frau von ihm, was eine sehr schwere Zeit für ihn war. Alexanders Bild in der Öffentlichkeit drehte sich um 180 Grad. Von einem eher ruhigen und anständigen Mann sah man immer mehr Videos von ihm, wo er komplett betrunken war und keine Kontrolle mehr über sich selbst hatte. Zudem
berichteten einige Quellen darüber, wie er sich in der Öffentlichkeit daneben benommen habe und zum Beispiel in einem Flugzeug andere Passagiere belästigt habe und sie aufgefordert hat zu kämpfen. Die Situation besserte sich nicht. 2013 wurde Alexander angeklagt, eine 23-Jährige vergewaltigt zu haben. Er stimmte dem jedoch nicht zu und sagte, dass die Frau eine Prostituierte gewesen sein soll, die er zum Geburtstag bestellt habe. Ein Jahr später sollte ein ähnlicher Vorfall passieren, von dem er diesmal nicht so leicht davonkam. Im Jahr 2014 wurde er angeklagt im Fall von Vergewaltigung, nachdem er seine Putzfrau erst harte Drogen zugeführt habe und danach sogar noch ihren Passport gestohlen haben soll. Alexander wurde für 4,5 Jahre verurteilt und war wahrscheinlich in der schlechtesten Verfassung seines Lebens. Trotz all diesen Anschuldigungen und seiner Strafe wurde er nur nach 18 Monaten aufgrund guter Führung freigelassen. Nur kurz nach seiner Freilassung unterschrieb Alexander einen Vertrag mit der MMA-Organisation Ahmad Fight Club, die bekannte Organisation von Tschetscheniens Präsidenten Ramzan Kadyrov. Diese Organisation war auch dafür bekannt, Kämpfe zwischen Kindern zu veranstalten, was Fjodor überhaupt nicht gefiel. Er äußerte sich öffentlich negativ über diese Kämpfe und nur kurz darauf wurde seine Tochter krankenhausreif geprügelt. Als Alexander nach diesem Vorfall keine wirkliche Stellung dazu bezog und sich nicht von Kadyrov distanzierte, sagte Fjodor, dass sein Bruder für ihn ab diesem Zeitpunkt gestorben ist. Nach einer längeren Pause vom Sport schien Alexander 2017 zurück in gute Form zu kommen. Sein physisches Erscheinungsbild ließ auf eine gute Rückkehr vom einstigen Talent hoffen und es sah tatsächlich gut für ihn aus. Er gewann seine nächsten 5 Kämpfe in der ersten oder zweiten Runde per Finish und sagte, dass er auch ganz von seiner Alkoholsucht weg war. Ganz so richtig war das sicher nicht. Denn nach erneuten öffentlichen Skandalen sollte Alexander 2019 einen Boxkampf gegen den Strongman Mikhail Kaklyaev machen. Trotz seines Sieges sah man ihm an, in was für einer schrecklichen Verfassung er war, und das sollte auch sein nächster Kampf gegen Magomed Ismailov zeigen, den er innerhalb von 3 Runden verlor. Da es für alle klar war, dass er keine richtig ernstzunehmenden Kämpfe mehr bestreiten konnte, versuchte er und sein Manager alles, um noch die letzten Cents aus ihm und seiner Persönlichkeit auszuquetschen. Während er sich im Kampfgeschäft mit Influencer-Kämpfen zu finanzieren versuchte, produzierte er immer wieder fragwürdige Videos auf TikTok und der damalige angsteinflößende Kämpfer war nicht mehr wiederzuerkennen. Und das nicht nur wegen seines Erscheinungsbildes. Er wechselte nämlich seinen Look innerhalb von kurzer Zeit zu weißen Haaren und kurze Zeit später zu schwarzen Haaren mit einem Bart und posierte so auch in Abu Dhabi, was viele Leute spekulieren ließ, dass er den Islam angenommen hatte. In letzter Zeit veröffentlicht er auch immer wieder Videos von ihm, wo er sich bei Fjodor entschuldigt und um seine Verzeihung bittet. Was denkt ihr, werden die beiden Brüder jemals wieder zueinander finden oder hat Alexander ihre Beziehung endgültig zerstört? Während Alexanders Leben seit Jahren immer wieder hin und her wechselt und man nicht richtig versteht, was seine Ziele sind, wissen wir, dass Fjodor seit einigen Jahren vom professionellen Kämpfen zurückgetreten ist und eine der erfolgreichsten Karrieren aller Zeiten hatte, Khabib Nurmagomedov. Wenn dich interessiert, was sich alles hinter dem Erfolg von Khabib verbirgt, schau dir hier mein Video dazu an. Vergisst mich nicht auf allen Plattformen zu unterstützen und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.